Betriebsräte sind von ihrer Arbeit zu befreien, soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Diese simple Vorschrift des Betriebsverfassungsgesetzes wirft aber immer wieder in der Praxis Fragen auf. Muss ich mich abmelden? Muss der Arbeitgeber mir freigeben? Das und andere Themen, welche Sanktionen drohen, erfahrt ihr in unseren Seminaren Betriebsverfassungsrecht 1 und Arbeitsrecht Teil 1. Ja, und dann stellt sich ja die Frage, du hast es gerade schon gesagt, muss ich mich abmelden? So, wenn ich ins Gesetz reinschaue, ins Betriebsverfassungsgesetz, dann lese ich dazu erstmal keine konkrete Verpflichtung. Natürlich könnte man überlegen, ergibt sich es aus dem Paragraphen 2 Betriebsverfassungsgesetz, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die gewährleistet werden soll. Und ich könnte ja noch drüber nachdenken, ne, ich bin ja nicht nur Betriebsratsmitglied, sondern auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Naja, daraus habe ich natürlich auch gewisse Pflichten, nämlich die Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag, also Rücksichtnahmepflicht, ne, Treuepflicht. Und daraus ergibt sich dann schon grundsätzlich die Pflicht, dass ich mich abmelde, wenn ich Betriebsratstätigkeit vornehmen möchte. Wir sehen das auch an anderen Vorschriften. Du hast es gerade angesprochen. Ich bin nicht nur Betriebsrat. Ich sage immer gern, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ich bin Betriebsrat, ich bin Arbeitnehmer. Und im Entgeltfortzahlungsgesetz besteht auch eine Verpflichtung, eine Anzeige und eine Nachweispflicht, wenn ich meine Arbeit nicht aufnehmen kann. So habe ich das dem Arbeitgeber anzuzeigen, damit er in die Lage versetzt wird, zur Vermeidung von Schäden, von Produktionsablaufstörungen, entsprechende Dispositionsentscheidungen zu treffen, um andere Kollegen auf den Arbeitsplatz zu setzen. Und daraus korrespondiert natürlich auch für den Betriebsrat die Pflicht, den Arbeitgeber vor Schaden zu bewahren. Allerdings, wenn es immer heißt, wir müssen uns grundsätzlich abmelden, gibt es von diesen Grundsätzen natürlich Ausnahmen. Und welche fallen dir da ein? Ja, da muss man halt überlegen, was ist Sinn und Zweck von dieser Abmeldepflicht, ne? Und Sinn und Zweck ist, und das ist, glaube ich, insoweit recht klar durch die Rechtsprechung auch entschieden, Sinn und Zweck von der Abmeldung ist, dass dem Arbeitgeber ermöglicht werden soll, umzuorganisieren. Super. Also wenn ich länger weg bin, dass er dann entscheiden kann, da setze ich jemanden anderen auf diese Position, dann kann der das Betriebsratsmitglied vertreten. Und sobald das eben gar nicht ermöglicht werden kann, also gar nicht in Betracht kommt, dass da überhaupt eine Umorganisation stattfindet, da entfällt auch die Abmeldepflicht. Ja. Die meisten Entscheidungen, die wir zu diesem Thema finden, sind eigentlich älterer Natur. Aber es hat sich ja die Arbeitswelt vollkommen verändert. Sehen wir einmal, nach Corona ist Telearbeit in vielen Betrieben durchgeführt worden. Ich bin zu Hause an meinem Arbeitsplatz. Ich bin erreichbar über meinen Laptop, über mein Handy. Insofern kann der Arbeitgeber mir keine nächste Person reinschicken und sagen, hey, die benutzt jetzt mal deinen Arbeitsplatz, sondern ich muss in diesem Fall lediglich meine aufgewendete Zeit dokumentieren. Das ist außerdem eine gute Empfehlung für jeden Betriebsrat, sich die Zeiten zu dokumentieren, weil, falls man nicht mehr so effektiv arbeitet, kann es sein, dass man mal in eine Rechtfertigung kommt. Und hier kann man sagen, schaut mal bitte, ich habe in der letzten Zeit so viel Betriebsratsarbeit leisten müssen. Ich wurde angerufen, ich musste Dinge recherchieren, dass ich mich dadurch auch rechtfertigen kann. Ja, oder wenn ich vollständig freigestelltes Betriebsratsmitglied bin, ne, dann macht es wenig Sinn. Da muss keine Umorganisation stattfinden. Exakt. Deswegen muss ich mich da auch nicht abmelden. Außer ich verlasse natürlich das Unternehmen, weil im Falle einer Evakuierung, wenn alles hektisch durch die Firma läuft und sagt, wo ist Frauke und du bist bei der Gewerkschaft und wir wissen nicht, müssen wir dich aus dem Gebäude retten, dann kann es schon zu Problemen kommen. Ja. Die Frage ist ja, was passiert, wenn ich gegen diese Pflicht verstoße? Kann ich da als Betriebsratsmitglied abgemahnt werden? Tolle Frage. Man sagt ja, eigentlich darf ich keinen Nachteil aus dem Amt haben. Aber du hattest ja auch schon gesagt, ich bin nicht nur Betriebsrat, ich bin auch Arbeitnehmer. Und wenn ich als Arbeitnehmer gegen meine Fürsorgepflichten verstoße und etwas nicht mache, was das Gesetz vorsieht, eben das Nicht-Abmelden, kann ich abgemahnt werden. Und das gilt natürlich auch, wenn diese Abmeldepflicht aus dem Betriebsverfassungsgesetz resultiert. Also ist hier eine Abmahnung schon denkbar. Durchaus auch mal möglich. Ja, und dann weitere Frage. Ne? Wir hatten uns im Vorfeld eine spannende Rechtsprechung zum Thema Abmahnung angeschaut. Wie ist es jetzt, wenn ich einschätze, das ist Betriebsratstätigkeit, die ich jetzt machen werde, mich dann auch
ordnungsgemäß abmelde. Der Arbeitgeber ist aber der Ansicht, nee, also das ist keine Betriebsratstätigkeit und objektiv betrachtet ist es tatsächlich keine Betriebsratstätigkeit. Kann ich dann abgemahnt werden? Und das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, einer für mich sehr interessanten Entscheidung. Dort ging es um die Frage, darf ich an einer Gerichtsverhandlung teilnehmen? Und die Dame, die damals an der Gerichtsverhandlung teilgenommen hat, berief sich zum einen darauf, dass sie einem Beschluss des Betriebsrates Folge geleistet ist. Und sie fand diese Verhandlung auch sehr interessant, weil man redete auch über die Anhörung gegenüber dem Betriebsrat. Aber im Ergebnis kann man feststellen, wir sind für Tätigkeiten zu befreien, soweit es erforderlich ist. Und das, ob etwas erforderlich ist, hat natürlich der Betriebsrat zu prüfen, A, durch einen möglichen Beschluss, aber selbst der Beschluss rechtfertigt nicht automatisch die Erforderlichkeit, Frauke, sondern das einzelne Mitglied muss es prüfen. Mhm. Und um es ganz kurz zum Ende zu bringen, etwas ist erforderlich, wenn es mich meinem Ziel näher bringt und wenn es keine milderen Mittel gibt. Und der Besuch einer Gerichtsverhandlung, ja, das ist bestimmt interessant. Aber ist es nicht viel einfacher, den Chef am nächsten Tag zu fragen, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich diesmal das Verfahren gewonnen oder wie üblich verloren? Kurze Frage, schnelle Antwort. Dafür muss man nicht zu Gericht. Ja, und dann kann ich auch in diesem Fall ausnahmsweise mal abgemahnt werden. Ihr merkt schon, es ist grundsätzlich, hört sich's einfach an, Abmeldepflicht. Ne? Ich muss mich für Betriebsratstätigkeit abmelden. Aber es ist dann doch, wenn man genauer hinschaut, etwas komplexer. Deswegen empfehlen wir den Besuch unserer Seminare oder Webinare Arbeitsrecht Teil 1 und Betriebsverfassungsrecht Teil 1. Und ich glaube, wir würden uns beide freuen, wenn wir da den ein oder anderen mal begrüßen dürfen. Bis dahin alles Gute. Alles Gute und kleiner Tipp. Meldet euch besser ab, lieber einmal zu viel abmahnen, abmelden, als einmal abgemahnt werden. Bis dahin, alles Gute.